Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Handelswoche vom 30. Oktober bis zum Freitag, den 3. November. Es war eine kurze Handelswoche, denn Dienstag war Feiertag und Freitag, wie ihr wisst, ist der erste Freitag im Handelsmonat. Handeln wir gar nicht aufgrund der Arbeitsmarktzahlen und deswegen haben wir eine sehr kurze Handelswoche, nämlich nur 3 Handelstage. Trotzdem war die recht erfolgreich und wir starten direkt mit unserem DAX Breakout Open Range nach der Swissbox Methodik. Trade Nummer 1 am Montag ist direkt in den Gewinn gelaufen. Wir sehen es hier, wenn ich immer wieder sage, Trade Nummer 1 bedeutet das, beim ersten Versuch ist er in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir eine zweite Box getradet, etwas später, und die ist auch in den Gewinn gelaufen. Nachmittags haben wir kein Setup reingelegt. Wechseln wir in den DAX mit der Einstellung 0505, die wir parallel laufen lassen, und die ist auch am Montag mit dem ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen. Hier nochmal zur Info, mit 0,505 brauchen wir etwas mehr Punkte, um den Trade nach Hause zu bringen. Jetzt gehen wir in den Euro-Yen. Im Euro-Yen war es auch hier der erste Trade, der auch direkt in den Gewinn gelaufen ist am Montag. Jetzt schauen wir uns den Euro-Dollar an. Der Euro-Dollar hat mit dem zweiten Anlauf es geschafft. Es spielt, wie gesagt, ja keine Rolle, ob Trade Nummer 1 oder 2 in den Gewinn läuft. Durch dieses Multiplikationsverfahren, die wir in der Swissbox-Methodik benutzen, werden beide Positionen, die eine mit Verlust und die andere mit Gewinn, wie gesagt, geschlossen. Unterm Strich bleibt ein Gewinn. Das waren die Breakouts für den Montag und es gab ein Swing Trade. Euro-Yen haben wir einen Short Trade gemacht und haben 0,25% verdient. Bleibt ein Ergebnis am Montag insgesamt von 0,7%. Wechseln wir jetzt direkt in den Mittwoch. Am Mittwoch ging es dann wieder richtig zur Sache nach dem Feiertag. Hier haben wir, wie ihr seht, im Chart schon mehrere Boxen getradet. Der Trade Nummer 1, der Klassiker 8.55 Uhr Trade, ist direkt in den Gewinn gelaufen. Wir haben die Box nochmal getradet, in den Gewinn gelaufen. Also der zweite Box, wie gesagt, auch in den TP gelaufen. Dann haben wir die dritte Box. Da haben wir ein bisschen mehr gebraucht, nämlich den zweiten Trade, Trade Nummer 1 und 2 in den Gewinn. Dann haben wir nochmal die Box getradet und am Nachmittag bei der amerikanischen Session haben wir hier auch nochmal die Box getradet. Summa summarum waren es hier 1, 2, 3, 4, 5 Trades, die wir gemacht haben. 0,5% pro Trade, ein Gewinn von 0,1. Und jetzt wieder die Frage, wieso sind da keine Verluste? Bei dieser Swissbox-Strategie werden keine Verluste aufgefangen, sondern es wird multipliziert und die Verluste im ersten oder zweiten Trade, wenn das länger dauert, werden durch die Positionsgrößen weggemacht und die Trades werden dann immer mit Gewinn geschlossen, weil ich dort auch letzte Woche nochmal das eine oder andere E-Mail bekommen habe. Dann gehen wir in die Devisen rein. Euro-Yen sind wir am Mittwoch nicht reingekommen, weil der Ausbruch schon getätigt worden ist und ich am Dienstag, Mittwoch ja etwas später erst im Büro bin. Deswegen wechseln wir gleich in den Euro-Dollar. Dort hat der Ausbruch wunderbar funktioniert. Euro-Dollar im ersten Trade in den Gewinn, auch hier 0,1 auf unser Konto. Dann gab es ein 4-Stunden-Trade im Bereich Audi-Schweizer Franken. Hier sind wir am Mittwoch long gegangen, 0,25% verdient. Ergibt ein Tagesergebnis von 0,85% für den Mittwoch. Jetzt sind wir im Donnerstag. Open Range Box sehr gut funktioniert. Trade Nummer 1 in den Gewinn. Dann haben wir die Box nochmal getradet. Trade Nummer 2. Dann ist er ein bisschen in die Seitwärtsphase gegangen. 1, 2, 3. Aber auch der Trade in den Gewinn gelaufen. Und die Nachmittagsbox, wie ihr seht, haben wir auch erfolgreich getradet. Ergibt am Donnerstag ein Ergebnis von 0,4%. Schauen wir uns die Devisen-Trades an. Euro-Yen hat auch ein bisschen gebraucht. Trade Nummer 1, 2, 3 in den Gewinn gelaufen. Euro-Dollar. Und der Euro-Dollar ist im zweiten Trade 1 und 2 in den Gewinn gelaufen. Und wir haben zusätzlich am 2. November 3 4-Stunden-Trades gemacht. Fangen wir an mit British Pfund Euro. Und hier Gewinnziel 0,25 erreicht. Der nächste Markt ist British Pfund US-Dollar. Auch hier 0,25% verdient. Auch hier ein Short Trade, Sonne, alles nach Regelwerk. Und der letzte Markt ist British Pfund Austral-Dollar.
So, British Pfund, Australdollar, auch hier Short, auch hier 0,25% verdient. Ergibt ein Gesamtergebnis für den Donnerstag von 1,45%. So, jetzt ziehen wir mal die ganzen Trades zusammen. Kommen wir auf ein Wochenergebnis von glatte 3%. Wir haben den Dienstag nicht dabei und wir haben den Freitag nicht dabei. Das heißt, es ist eine extrem erfolgreiche Woche wieder gewesen. Mit weniger 2 Handelstagen fehlen uns dort. Also, und 3% trotzdem erreicht. Die Setups, Swissbox Trading läuft momentan aktuell sehr, sehr rund, aber auch die 4-Stunden-Trades und Tages-Setups funktionieren und laufen gerade perfekt. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Lust habt, Montag geht es wieder los um 7:45 Uhr. Erholt euch schön, gute Trades dann noch und bis Montag.